Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier aus der Melanchthon-Kirche in Nürnberg-Ziegelstein. Mein Name ist Pfarrerin Tia Pelz und gemeinsam mit Helga Krakler und Studierenden der Berufsfachschule für Musik, Musication, feiere ich heute diesen Gottesdienst mit Ihnen, feiere Gott und die Liebe. Das tun wir mit Lieblingsstücken aus der Klassik und Opernklängen. Und ja, eigentlich tun wir das doch jeden Sonntag, Gott und die Liebe feiern, denn sonst wäre ja der Gottesdienst nutzlos. Liebe ist das Zauberwort. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind hier, um miteinander Gottes Wort zu hören, zu spüren, zu glauben, zu singen und zu beten. Gott sieht, was kaputt ist in meinem Leben und allein kann ich nicht heil werden und bitte deshalb, Gott, sei mir Sünderin gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört die frohe Botschaft, Gott hat sich über uns erbarmt. Durch Christus dürfen wir befreit leben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Geboren werden geschehe in Liebe, sterben geschehe in Liebe. Pflanzen geschehe in Liebe, ausreißen, was gepflanzt ist, geschehe in Liebe. Töten geschehe in Liebe, heilen geschehe in Liebe. Abbrechen geschehe in Liebe, bauen geschehe in Liebe. Weinen geschehe in Liebe, lachen geschehe in Liebe. Klagen geschehe in Liebe, tanzen geschehe in Liebe. Steine wegwerfen geschehe in Liebe, Steine sammeln geschehe in Liebe. Herzen geschehe in Liebe, aufhören zu Herzen geschehe in Liebe, suchen geschehe in Liebe, verlieren geschehe in Liebe, behalten geschehe in Liebe, wegwerfen geschehe in Liebe, zerreißen geschehe in Liebe, zunähen geschehe in Liebe. Schweigen geschehe in Liebe, reden geschehe in Liebe, lieben geschehe in Liebe. Hassen geschehe in Liebe, Streit geschehe in Liebe, Friede geschehe in Liebe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, erbarme dich über unsere Schreie in der Not. Christus, erbarme dich über unsere Ängste. Herr, erbarme dich über deine Welt. Ehre sei Gott in der Höhe, rufen wir. Und auf Erden Fried, beten wir. Den Menschen seines Wohlgefallens hoffen wir. Amen. Wir beten. Gott, aus deiner Liebe leben wir. Wir brauchen sie als unser täglich Brot, beim Aufwachen und To-Do-Listen abarbeiten, beim Einschlafen und Träumen, nachts, wenn die Geister kommen. Lass du uns deine Liebe spüren, im Alltag und im Gottesdienst, durch die Menschen um uns herum, durch Worte, Geräusche, Bilder, Erinnerungen. Segne unser Reden und Hören. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin als Theaterkind aufgewachsen, saß samstagvormittags in Konzertproben und habe Brillen gezählt und Glatzen und weiße Blusen und bunte, was man so macht, wenn man sich langweilt und still sein muss als Kind, weil sonst der Dirigent böse Blicke warf und unsere Mutter von der Bühne aus strenge, mahnende Mama-Blicke, die uns zugleich baten, uns zusammenzureißen. Einmal kam eine freundliche Mitarbeiterin und lud uns in der Kantine zu Erdnüssen ein. Das war ein Fest, nur nicht für unsere Mutter. Die wusste nämlich nicht, wo wir waren und machte sich Sorgen. Aus Opern lernte ich alles, was ich über Liebe wusste als Kind. Große Gefühle, große Verletzungen. Irgendwer starb immer aus Eifersucht oder Armut oder Versehen. Das Wichtigste aber, lernen sich zwei Menschen kennen, dann singen sie. Will einer der anderen seine Liebe kundtun, dann singt er noch schöner und noch länger. Sind beide verliebt und werden ein Paar, dann gibt's ein traumhaftes Duett. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Und irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, insgeheim, dass das auch im echten Leben so sein wird. Wenigstens bei mir, anders konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, wie sollte ich denn sonst wissen, dass es wahre Liebe ist? Hallo? Naja, ich hatte nie einen Partner, der besonders gut gesungen hat. Es gab keine Arien, keine Duette, okay, auch keine Toten bisher. Das ist natürlich auch was wert. Das Leben ist keine Oper. Zum Glück. Nehmen wir Don Giovanni, Mozarts traumhafte Musik, zur Geschichte vom Wüstling. So heißt es im Originaltitel. Ein Frauenheld, ein Verführer, einer, der Situationen ausnutzt. Manche Frau gibt sich ihm freiwillig hin. Manche hofft darauf, ihn dauerhaft zu binden. Manche durchschaut ihn zu spät und versucht, andere Frauen vor ihm zu warnen. Oft umsonst. Am Ende stürzt Don Giovanni doch. Über eine Unschuld vom Lande, eine junge Bäuerin, die sich erfolgreich gegen Giovannis Vergewaltigungsversuche wehrt. Er nennt es Verführung, weil er ihr ein Leben auf seinem Schloss verspricht. Aber die junge Frau lässt sich nicht blenden. Sie tröstet ihren Ehemann, der von Don Giovanni verprügelt wurde, und verspricht ihm Heilung, die kein Arzt schenken kann. Die Liebesnacht danach dürfte romantisch gewesen sein. Die Arie haben wir gerade gehört. Zum Dahinschmelzen. So klingt Liebe. Don Giovanni stirbt am Ende. Und alle singen erleichtert, dies ist das Ende dessen, der Böses tut. Ende gut, alles gut. Eine Oper wie ein Märchen, in dem das Gute zuletzt triumphiert. So soll es sein. So wünsche ich mir das Leben und die Gerechtigkeit für unsere Welt. Dass das Gute siegt, das Schöne, Wahre, Reine. Und wenn es dann noch wie eine Mozart-Arie klingt, umso besser. Wachet, steht im Glauben, sei mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. In Opern und romantischen Komödien endet die Geschichte immer mit dem ersten Kuss oder der Hochzeit. Jedenfalls auf einem Liebeshöhepunkt der Beziehung. All die Diskussionen und Enttäuschungen und Aushandlungen danach sehen wir nicht. Der Alltag ist nicht operntauglich, obwohl mit seinen Dramen vielleicht manchmal schon. In unseren Fotoalben sieht es ja ganz ähnlich aus. Oder auf den Kommoden mit den Familienfotos. Da strahlen wir in die Kamera, meist hübsch herausgeputzt. Es sind im besten Fall Glücksmomente, festgehalten für die Schwarzbrottage. Manchmal fühlt sich schon in dem Moment das Glück nicht echt an. Dann erinnert es an die Traurigkeiten schon damals, als es noch niemand sonst wusste. Als mein Mann und ich zusammenzogen, hatte ich sehr romantische Ideen. Nicht nur die Arien, die er für mich singen würde, auch die vielen kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag, die Zettelchen auf dem Schreibtisch, die Lippenstiftbotschaften auf dem Badspiegel und natürlich Rosen, jede Woche. Davon sagte ich ihm natürlich nichts. Er sollte das ja aus sich heraus tun, sonst zählte es nicht. Also wartete ich und wartete und es passierte nichts von alledem. Stattdessen stritten wir uns über dreckiges Geschirr in der Spüle und klebrige Oberflächen. Und irgendwann hängte statt Liebesgeständnissen ein Zettel mit Küchenregeln an einem Hängeschrank. Formuliert im Du-sollst-Stil. Ich bin ja schließlich Theologin. Du sollst kein dreckiges Geschirr in die Spüle stellen. Du sollst das Küchentuch nicht zusammengeknüllt liegen lassen. Du sollst die Apfelgriebsche nicht in die Spüle legen. 9-mal du sollst, nicht. Und mittendrin, da hatte mein Mann drauf bestanden, ein du sollst. Als Regel Nummer 5, du sollst den Philipp auch in der Küche lieben und ehren. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Dieser Zettel hat unsere Beziehung damals gerettet, davon bin ich überzeugt. Es ist erstaunlich, wie gefährlich dreckiges Geschirr für das Zusammenleben sein kann. Das dann für alles steht, was gerade fehlt. Für Aufmerksamkeit und Zeit und Nähe, fürs Aufeinanderachten. Im Alltag, gerade da, wo keiner Fotos macht und die Haare nicht hergerichtet sind. Wo es kein Candlelight-Dinner zu zweit ist, sondern schnell Nudeln mit Pesto zwischen Arbeit und Studium oder Kartoffeln und Quark. Und dieser Zettel war ein Eingeständnis meines Mannes. Sein
Ich höre deinen Unmut, ich nehme ihn ernst, ich versuche mein Bestes. Und er war eine Erinnerung an das, weshalb wir überhaupt diese Probleme hatten, nämlich weil wir einander lieben und lieber zusammenleben wollen als nicht. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Irgendwann habe ich begonnen, auf den Wocheneinkaufszettel irgendwo zwischen Milch, Eier, Kartoffeln und Mehl zu schreiben, Blumen für Tier. Seitdem bringt mein Mann mir jede Woche Rosen oder Tulpen mit oder Narzissen und überreicht sie mir. Und ich freue mich jedes Mal so sehr, dass er dran gedacht hat. Und ich mir nicht in romantischer Verblendung zu fein dazu war, meine Wünsche klar zu äußern. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das schreibt Paulus, der Gott über alles liebt und die kleinen christlichen Gemeinden. Er schreibt es am Ende seines langen ersten Korintherbriefes an diese Gemeinde, die sich auch über Alltagsfragen so sehr in die Wolle bekommt, obwohl sie es doch besser wissen müsste. Die sich über Essen und Kleidungsfragen und Machtgerangel streiten und es kaum miteinander aushalten. Paulus weiß genau, was es braucht, um es miteinander auszuhalten. Und beide schreibt er in seinem Brief nach Korinth hintereinander. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Sagt einander, was ihr braucht, seid ehrlich zueinander. Und Paulus fügt noch ein anderes Prinzip dazu. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Euer Alles lasst in der Liebe geschehen, schreibt er. Sogar in der Küche oder am Tisch oder beim Abwasch. Sogar nach einem langen Tag. Sogar, wenn dir so gar nicht nach Liebe zumute ist. Gerade dann, wenn sich die Welt dunkel anfühlt und bedrohlich, weil Hass wieder herumgeschrien wird in Deutschland und manche mit Freiheit nicht klarkommen und auch nicht mit mutigen und starken Menschen, die ihr Handeln von Liebe bestimmen lassen, statt von Angst vor allen, die anders reden oder essen oder aussehen. Lasst die Liebe selbst euer Ein und Alles werden. Nicht nur einen Menschen, der dann alles wissen und spüren soll, was du begehrst, denn das hält kein Mensch aus, dem anderen ein und alles zu sein. Und die Liebe auch nicht, weil sie größer ist als zwei Herzen. Mach die Liebe nicht klein wie rosa Herzchen und Rosen zur richtigen Zeit. Und finde sie in den kleinen Dingen, in Herzchen auf einen Zettel hingekritzelt, in Eile, in Rosen, die auf dem Einkaufszettel standen und gekauft wurden, dank liebevoller Erinnerung. Verberg die Liebe nicht. Lasst sie geschehen, lasst sie raus, lasst sie herrschen, sät sie aus mit vollen Händen, egal wohin sie fällt. Glaubt leidenschaftlich, hofft leidenschaftlich, liebt leidenschaftlich. Wie in der Oper, nur ohne Mord und Totschlag. Glaubt, hofft, führt euer Leben in Liebe. Liebe soll das Passwort sein. Das Zauberwort, in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. Das Geheimnis hinter allem, was wir tun, jeden Tag. Ein Echo dieser einen großen Liebe. Der Liebe aus der funkelnden Schatzkammer der Welt. Die Liebe Gottes, den wir lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft. Als unser einziges Ein und Alles und dann so leben, jeden Tag. Trällern ist auch erlaubt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Amen. Feins Liebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen, du zertrittst dir die zarten Füßlein schön. La, 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 du zertrittst dir die zarten Füßlein schön. Wie sollte ich denn nicht barfuß gehen, um keine Schuhe anzuziehen? La, 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 dein Siebchen, du sollst hier nicht barfuß gehen. Feins
kleines Liebchen, willst du mein eigen sein, so kaufe ich dir ein paar Schülein fein. La 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 la. Und bist du arm, so nehm ich dich doch, du hast ja Ehr und Treue noch. Die Ehrung treu mir keiner nach, ich nehm ihn vor der Mutter. Und Ehre und Treue ist besser wie Geld. Ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt. La 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 la. Ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt. Was sag er aus seiner Tasche fein? Mein Herz von Gold, ein Ring. Wir beten. Gott, deine Liebe schenkt Glauben. Wir bitten dich für deine Kirche. Lass deine Gemeinden zu Orten werden, wo Menschen Liebe erfahren. Gemeinsam bitten wir, Gott, lass uns deine Liebe spüren. Gott, deine Liebe bringt Leben. Wir bitten dich für unsere Welt, unser Land, unsere Stadt. Gemeinsam bitten wir, Gott, lass uns deine Liebe spüren. Gott, deine Liebe schenkt Freiheit, die verteidigt werden muss, weltweit und auch hier bei uns im Land. Sei bei den Menschen, die in Angst und Schrecken leben. Stärke ihren Mut, ihre Hoffnung, dass ein Leben ohne Unterdrückung möglich ist. Gemeinsam bitten wir, Gott, lass uns deine Liebe spüren. Gott, in deine Liebe beerdigen wir unsere Toten. Nimm sie gnädig auf und sei bei den Trauernden. Stärke unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Gemeinsam bitten wir, Gott, lass uns deine Liebe spüren. Jesus hat Gott Vater genannt und das dürfen auch wir in der Sprache unseres Herzens. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin in diesen Tag, in diese Woche, unter dem Segen Gottes. Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.